Hi, ich bin der Günther, ich mach's in der Bude. Willkommen zum Beginn eines relativ kurzen neuen Projekts. Und zwar werde ich mit Hilfe von Level 9 Computerturnieren ausmachen, welcher der beste Kämpfer in Super Smash Bros. Ultimate ist. Dabei gibt es jedoch ein Problem, denn es ist nicht möglich, ein gescheites Turniersystem mit allen 73 Kämpfern zu entwickeln. Deswegen sind ein paar Kämpfer, die Echo Fighter sind oder schlicht und ergreifend zu ähnlich zu anderen, nicht dabei. Dabei hätten wir Lucina, Ma und Chrome aus der Fire Emblem Reihe. Die können mich auch alle mal, wer mich kennt. Den finsteren Pit, Ken, Richter, Daisy, Dunkle Samus, Falco, Lukas und Toon Link. Diese Kämpfer werden in keinem der Turniere antreten. Die anderen 64 Kämpfer sind zufällig gemischt worden und nun haben wir im ersten Turnier in der Vorrunde 1 von 4 diese 16 Kämpfer. Das Prinzip ist an sich folgendes. Es kommt natürlich erstmal aus jeder der 4 Vorrunden der Gewinner in die Finalrunde. Aber 4 Teilnehmer wären etwas wenig. Deswegen werden nachträglich noch die beiden Halbfinalverlierer eines Turniers gegeneinander kämpfen und der Gewinner von den beiden gegen den Finalverlierer des Turniers. Und wer diesen Kampf dann gewinnt, tritt ebenfalls im Finalturnier bei. Und dann eben, wenn das alles durch ist, wird dieses finale Turnier stattfinden und der beste Computergegner wird festgestellt. Die Regeln sind wie folgt: Versuche auf 3 Leben ohne Zeitlimit mit der Ultraleiste, Geister nicht. Die Stage ist Zufall. Items gibt es alle, aber es spawnen nicht oft welche. Stage gibt es wie gesagt auch alle, aber ohne Kniffe. Das war eigentlich so das Grundlegende. Ich würde sagen, wir legen los mit dem ersten Turnier. Auf geht's. Ich finde es etwas schade, dass schon sehr viele Charaktere, die ich mag, hier in einem Turnier drin sind. Wir hätten Samus, Melinda, ja, ich mag Melinda, die ist cool zum Spielen, Yoshi, Pichu, Bowser Jr., K. Rool, Luigi und Donkey Kong. Damit sind schon viele Charaktere, die ich sehr gerne spiele, weg. Und der erste Kampf, Melinda gegen Samus. Ich werde alle Kämpfe wie beim Undertale CPU Tournament hier wirklich angucken und auch kommentieren. Und es ist noch eine relativ harmlose Stage im ersten Kampf. Ich bin gespannt, wie sich die Computer anstellen. Sie sind wie gesagt alle auf Level 9. Und der Kampf beginnt mit noch nicht so viel Schaden. Und auch keiner wirklich ansehnlichen Führung bisher. Insgesamt, oh, das erste Item kommt ins Spiel, das könnte was bewirken. Ja, das tut's auch. Nämlich macht's die Führung für Samus klar. 3-2. Das war wirklich nicht schlecht. Melinda steckt sich das Item ein, aber kassiert noch ein paar Hits. Und schön mit der Angel nerven, dafür mag man Melinda. Oh, ich dachte kurz, Samus wäre tot. Sag mal, Melinda, dir fällt schon auf, dass deine Angel nervt, ne? Aber das könnte wirklich reichen, um aufzuholen. Oh, aber Samus hat den Ultra Smash. Das könnte jetzt ganz... Oh. Als ob Melinda ist reingesprungen und hat jetzt auch die Ult. Ich würde aufpassen. Einerseits ist das Problem, dass der Ultra Smash sich bei einem 180% Gegner nicht so lohnt. Andererseits kann auch Melinda jeden Moment rausfliegen. Oh. Ja, setzt du das Ding jetzt auch mal ein oder spielen wir heute ohne? Ja, anscheinend. Oh, da ist der Kill. 2-2.
2 und der Ultra Smash ist jetzt eben noch da. Ja, Melinda, langsam darfst du auch mal einsetzen. Hallo? Ich will das ja nicht hinterfragen, aber Melinda hat den Ultra Smash jetzt ungefähr 2,5 Stunden nicht eingesetzt und ist dann damit gestorben. Das sieht im Moment gut aus für Samus. Ich habe auch am Anfang überlegt, ob ich 5 Leben mache, dann wären die Turniere aber zu lang. Und deswegen ist das hier schon relativ nah am Ende des Kampfes und ein Smashball spawnt. Wer bekommt ihn? Oh, Samus hat so schon Ultra Smash. Hat Samus jetzt 2 Ultra Smashs? Sieht tatsächlich. Nee. Der Smashball ist einfach jetzt weg. Glückwunsch. Was ist denn das? Aber das sieht wirklich sehr gut für Samus aus. Melinda ist wirklich sehr weit tot. Setzt anscheinend allgemein nicht so gerne Ultra Smashes ein. Und das ist schon ein Problem, weil damit wäre Melinda, wenn jetzt nicht mehr ein Wunder geschieht, sofort aus dem Turnier raus. Und hätte auch keine Chance mehr weiter zu. Oh, gibt doch Ultra Smashes. Wenn der raushaut. Boah! Also noch kann Melinda das hier gewinnen. Noch ist alles möglich. Wobei ich sagen muss, dass nach. Ey, nee. Oh mein Gott, einfach veraimt. Melinda macht so viele Fehler, aber es wird nochmal knapp. Was ist das für ein erster Kampf? Das spawnt ein Pokéball. Mimikma. Also wenn Mimikma Melinda wischt, dann war's. Das war's auf jeden Fall. Dieser Kampf ist zu Ende und Samus holt sich den ersten Sieg in diesem CPU-Tournament. Und Melinda ist damit schon raus. Es wäre aber ehrlich gesagt relativ unverdient gewesen. Melinda hat den Ultra Smash einfach gekonfiguriert. Und die Lasergun veraimt. Jetzt kommen der Mii-Schwertkämpfer gegen Pit, auch ein Schwertkämpfer. Die Mies haben alle das Standard-Moveset. Ich habe die nicht bearbeitet, sondern nur kurz erstellt und das war's dann. Und der erste Hit geht für den Mii-Schwertkämpfer. Oh, das war gar nicht mal wenig knapp. Die Schwertkämpfer scheint hier direkt eine kleine Dominanz auszustrahlen. Oh, aber jetzt kriegt er auch ein bisschen was ab. Man darf Pit auf keinen Fall unterschätzen. Da war der Konterversuch, aber der wurde gekontert. Und jetzt ist der Hammer da. Das könnte... Nein. Da ist die Stage einfach glücklich gelaufen für den Schwertkämpfer. Da oben kommt Pit mit dem Hammer nicht hin. Und jetzt wird es langsam auch gefährlich für die beiden. Der erste Kill könnte bald kommen. Pit macht nochmal denselben. Und ja, die beiden kämpfen sehr gewöhnungsbedürftig. Könnt ihr jetzt auch mal einen Kill holen? Gott! Wollt ihr keine 3-Stunden-Folge draus machen, nur weil ihr nichts geschissen kriegt? So, einer von euch holt sich jetzt einen Kill. habe ich vielleicht doch aus Versehen Level 3 und nicht Level 9 eingestellt? Ah, endlich, da ist der Kill und der Mii-Schwertkämpfer geht in Führung. Kriegt zwar noch einen Pfeil ab, aber... Oh, wenn er das Teil da oben bekommt, dann hat... Oh, da hat aber Pit was abgegeben. Das war ein sehr guter Schuss. Aber wegen dem Schuss hat Pit...
Bitte was? Diesen Play habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Aber irgendwie hat er funktioniert. Oh, Pitt lebt noch. Ich hätte eigentlich gedacht, dass er daran stirbt. Aber das war ein sehr sonderbarer Play. Oh, schöner Versuch, aber hat nicht gereicht. Und da ist das 2:2. Weil der Mii-Schwertkämpfer wegen alternativen Plays noch die Nase vorne hat. Und da ist der Ultra Smash. Ganz komischer Zug mal wieder. Also die Computer spielen hier teilweise seltsam. Aber das ist auf jeden Fall das 2:1. Der Mii-Schwertkämpfer hat gute Chancen, in diesem Turnier die zweite Runde zu erreichen. Da ist wieder ein Ultra Smash, aber selbst wenn er trifft, haut er nicht raus. Und das tut er. Jedenfalls würde... Ja, genau. Das hätte mich sehr gewundert, wenn der schon rausgehauen hätte bei dem Low Percent. Aber trotzdem, wie wir gerade schon gesehen haben, es kann noch einiges passieren. Ist zwar gerade eben bei Melinda gegen Samus nicht, aber wäre es fast. Oh, das war aber ein starker Hit. Ganz komischer Konter. Hallo? Was tut ihr? Und da hat... Warum hat er diese Bombe jetzt gezündet? Bitte was? Das war ja nicht... Und da ist der Sieg. 2:0 für den Mii-Schwertkämpfer. Und Pit ist somit auch bereits aus dem Turnier raus. Tja. Jetzt Nakanduo gegen Yoshi. Ich weiß jetzt schon, dass ich das schwer neutral kommentieren kann, da ich selber Yoshi sehr gerne spiele und Nakanduo einfach ein nerviger Charakter ist. Ja gut. Oh, Yoshi kriegt noch einen Hit, bevor er noch mehr auf die Schnauze kriegt. Es sieht nicht so gut aus für Yoshi bisher, aber er kann das noch holen. Du sollst aber eigentlich das Nakanduo angreifen und nicht die Frisbee. Der Stachipanzer könnte einiges bewirken. Oh, da, den hat das Nakanduo bekommen. Aber rettet Yoshi davor. Und das ist das 1:0. Ja, also der Kampf wirkt im Moment relativ einseitig. Wenn Yoshi hier nicht noch was groß rausholt, dann war's das. Finde ich zwar echt schade, wenn direkt im allerersten Kampf Yoshi raus wäre, aber... Er versucht noch was zu erreichen, aber jetzt wäre es vor allem wichtig, nicht Melinda zu machen, Yoshi, ne? Genau so. Okay, ich nehme alles zurück. Garantiert nicht so. Das ist das 2:2. Oh, doch noch nicht. Das war ein schöner Meteorversuch. Oh, Yoshi hat den Ultra Smash. Und, nee, weil wer hat jetzt durch die Ultraleiste und wer hat durch den... Jetzt bin ich verwirrt. Ich glaube, Yoshi hat schon den Smash-Ball. Naja, so oder so. Es steht wieder 2:2, aber Yoshi liegt ungefähr 100% hin. Oh, gut gedodged. Ja, Yoshi scheint sich wieder gefangen zu haben. Er kommt auf jeden Fall etwas zurück im Vergleich zum Anfang des Kampfes, der es eigentlich eine komplett einseitige Partie war. Und da ist auch
ein fettes Raumschiff und das ist die Führung für Yoshi. Tatsächlich, ich sag ja, es ist alles möglich. Yoshi geht in Führung. Jetzt ist nur die Frage, wird das Nakam-Duo auch noch ein Comeback starten? Oder wird dieser Kampf, oh, 50% Vorteil für Yoshi? Jetzt nicht mehr 50, nein, jetzt nicht mehr. Das wird ein spannendes Finale vom Kampf. Oh, das war ein guter Versuch vom Nakam-Duo. Die Ulti ist bereit. So nah an der Blast Zone kann eine Ulti auf jeden Fall auch bei 48 raushauen. Jetzt langsam wird sie von überall gefährlich für Yoshi. Oh Gott, was tun die Kämpfer? Das war's vermutlich. Yoshi hat das Ganze verloren. Ich rechne nicht damit, dass er überlebt. Genau. Und da kann Duo es weiter. Das war ein seltsamer Kampf. Genauso wie diese Musik. Das war ein sehr merkwürdiger Kampf. Und Yoshi ist damit auch schon raus. Jetzt kommt ein Kampf der Markenmaskottchen, sage ich mal. Nintendo gegen Sega, Mario gegen Sonic. Wobei ich vom Gameplay her Mario auch wieder besser finde, aber ich stehe im Kampf neutral gegenüber. Und warum lachst du da hinten so behindert? Wenn Mario jetzt verliert, sagt die Nintendo Switch sozusagen, sie hasst Nintendo. Natürlich. Die sind total das halt echt. Der Feuerball war nicht schlecht. Insgesamt ist der Kampf bisher aber wieder sehr komisch. Man merkt, ich habe eigentlich mit besserem Gameplay gerechnet. Ich kenne auch Level 19 Tournaments. Das Undertale habe ich ja auch selber schon mal veranstaltet. Oh, das hätte aber echt gut werden können. Die Ulti trifft gut. Das war aber sehr fragwürdig. Und Mario holt sich eine Helfer-Trophäe. Und vermutlich... Nein, die Helfer-Trophäe... Oder das war's. Das ist das 1:0 für Mario durch ein Edge-Guard. Noch etwas Schaden auf Sonic drücken. Das ist sehr gut für Mario. 32% durch die Helfer-Trophäe. Und Sonic hat jetzt eine Waffe. Aber die nützt ihn in der Form nicht. Ich glaube, Mario hofft auch, dass ein Mario Sunshine Remake kommt. Der benutzt den Dreck weg ja schon völlig ohne Sinn, da nur um ihn überhaupt zu benutzen. Nintendo, überlegt euch. Und ist das ein... Nein, das ist kein Kill. Das wäre auch etwas arg gewesen. Oh, was? Sonic hat sich durch ein... Ich weiß gerade dafür leider nicht den Fachbegriff. Was? Bitte, was? Das war einer der merkwürdigen... Also das gerade eben war an sich der schlechteste Play von Mario überhaupt. Er hat einen Sternring oben an die Stage geworfen und ist bei 36% selber reingesprungen. Oh, jetzt dealt er aber ganz schön Damage. Ja, und zwar richtig. Der Ulti könnte... Der Ulti nicht... Oh, braucht's nicht mal. Das letzte Leben war jetzt wirklich dominant. Das letzte Leben war jetzt wirklich dominant. Aber wenn man es so sieht wie du, dann kann man zumindest sagen, dass Nintendo einsieht, dass sie manchmal ein bisschen blöd sind, wenn man sich mal Marios zweites Leben anguckt. Mega Man gegen Pichu, der nächste Kader. Pichu ist einer der wohl stärksten Charaktere derzeit in Smash Bros.
hat deswegen vermutlich eine hohe Siegeschance. Aber was in diesen CPU-Tournaments letztendlich abgeht, ist halt die andere Frage. Denn das beginnt nicht gerade Pikachu. Ich persönlich bevorzuge beim Gameplay auch eher Pikachu, muss ich sagen. Einfach weil, Digga, ich hab keinen Aim. Da ist es besser, wenn ich nicht für jeden Fall Aim-Hit noch Damage krieg. Aber genau das sieht man gerade wieder. Pichu ist schadenstechnisch schon vorne inzwischen. Es ist auf jeden Fall, das kann keiner bestreiten, dass Pichu ein verdammt starker Kämpfer ist. Aber er könnte hier rausfliegen. Gegen Mega Man. Lauter Essen, das dürfte Pichu Mega Man eigentlich nicht geben. Ein bisschen was hat er schon bekommen, aber okay. Oh, der Mini-Pilz. Mega Man ist auf jeden Fall auf den Kill-Prozent. Ein guter Hit und Mega Man ist tot. Jetzt noch ein guter Hit und Pichu liegt in Führung. Oh, die Luigi's Mansion Stage. Ach, Pichu hat's, ja. Und er, der Ulti trifft. Und gleich schon wieder der Ulti. Trifft und haut raus. 2:1. Das ist auf jeden Fall für Pichu ein starkes Comeback. Und die deutliche Führung. Es geht hier auf jeden Fall was. Aber ich an Pichus Stelle würde ganz schnell von da oben verschwinden. Diese Ulti war schlechter als Melindas Laserguns. Oh, schöner Dodge von Peach. Aber ja, jetzt ist es ausgeglichen. Oh, und Aluka, eine starke Helfertrophäe für Mega Man. Man sieht, dass diese Helfertrophäe Mega Man vielleicht den Sieg bringt. Oh Gott, Pichu ist auf jeden Fall auf Killprozent. Oh Gott, diese Hits, beide sind auf Killprozent. Ich meine, wenn Ganondorf hier spielen würde, wären beide seit Anfang des Kampfes auf Killprozent, aber... vor allem so Pichu, das kann man halt echt one-hitten mit Ganondorf. Es ist ein verdammt spannendes Finale. Oh, ein starker Hit. Die Ulti würde es beenden. Und das war's. Pichu gewinnt den Kampf gegen Mega Man. Verdammt knapp in einem spannenden Kampf. Aber Mega Man ist raus. Man sieht dem Ding nicht an, dass es einer der stärksten Smash Bros. Charaktere ist. Aber es ist so. Was mich bisher wundert, den bisher besten Auftritt hat der Mii-Schwertkämpfer hingelegt. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Mii, dem Mii-Schützen, der gegen Bowser Jr. kämpft. Wie gesagt, die Mii-Schützen, die gegen Bowser Jr. kämpfen. Bowser Jr. ist auch absolut Low-Tier der Balance nach, muss man sagen. Er ist den Werten kein starker Charakter, ja. Aber trotzdem hat er einige Fans, mich auch. Ich finde, man kann ihn echt gut spielen. Ich weiß nicht, ob das in Yuzo war oder in Ultimate, aber es gab mal die Situation, ich weiß nicht, ob das auch immer noch so ist, dass Bowser Jr. alleine das unterste Tier gebildet hat. Weil, oh, und das sieht nicht gut aus für ihn übrigens. Wem das jetzt nichts sagt, der nicht so mit Smash-Sprache arbeiten kann, die Kämpfer werden in Tiers eingeteilt, je nachdem wie stark sie sind. Und Bowser Jr. war eben mal, also man kann die Stärke natürlich jetzt, ist auch was Persönliches, da wird, soweit ich weiß, hauptsächlich nach den Werten gegangen. Und demnach ist Bowser Jr. ist oder war der schlechteste Kämpfer in der Smash Bros. Reihe. Trotzdem ist er cool und wird auch oft in E-Sports gespielt. Ulti finde ich absolut weird. Ich verstehe nicht, wie es komplett funktioniert.
komisch. Man sieht auch gerade, die hat fast nichts bewirkt. Ich hatte aber auch schon Gegenbeispiele, wo ich zum Beispiel einen Freund damit auf 0% getötet habe. Holt Bowser Jr. sich eigentlich langsam auch mal den ersten Kill? Ah, guter Versuch, aber keine gute Umsetzung. Also, wenn Bowser Jr. jetzt keinen Kill holt, wäre das vermutlich verloren. Sobald die Ulti draußen ist, wird Bowser Jr. ein neues Leben verlieren. Okay, das Essen könnte vielleicht da was retten, aber so oder so das Beste für ihn wäre ein Kill. Aber der Mii-Schütze macht gerade auch Melinda. Jetzt wäre es auf jeden Fall Kill-Prozent. Alter, das ist... Und das ist nochmal gerade so gegangen für Bowser Jr. Er liegt immer noch deutlich hinten, aber nicht um zwei Leben. Ich würde gerade sagen, jedenfalls noch nicht, aber nein. Das könnte... Nee, noch nicht. Oh, ein Smashball und ein Fakeball. Bowser Jr. verliert sein zweites Leben und haut auf den Fakeball. Der Mii-Schütze bekommt den richtigen und Bowser Jr. ist schon verdammt an der Grenze. Und jetzt noch die Ulti, das wäre auf jeden Fall das Ende. Der Steinblock spawnt, aber dieser Kampf ist zu Ende. Bowser Jr. verliert. Tatsächlich stellen sich die Mii-Kämpfer am besten an hier. Mii-Kämpfer reißen's. Und jetzt King K. Rool gegen Luigi. King K. Rool, ohnehin schon immer ein total starker Charakter. Und Luigi ist einfach das Combo-Monster schlechthin. Das wird ein spannender Kampf. Ich denke, wenn ich hier mitspielen würde als King K. Rool, würde ich das gewinnen. Oh, sie sind auf einer Scrolling-Stage. Die Armen. Oh, das ist schon... Genau das ist das Problem an der Scrolling-Stage. Vor allem für so ein Schwergewicht, das nicht so schnell ist wie K. Rool. Und dieses Item kann ich mir auch vorstellen, ist ziemlich broken hier. Deswegen hätte ich es Luigi nicht bekommen lassen. K. Rool hat auf jeden Fall derzeit absolut den Nachteil in diesem Kampf. Da muss ich noch was tun, ansonsten ist gleich mein zweiter Main, würde ich sagen, im Moment direkt raus. Ganz komische Plays. Das könnte der erste Kill für Luigi werden. Oh, aber da ist ein Schuss. Der macht auch immer ein bisschen Schaden. K. Rool weiß, wie man Schaden macht. Vor allem in solchen Situationen. Schon ist es fast ausgeglichen. Genau das ist die Situation. Was ich halt wirklich sagen muss, ist, die Stage ist sehr schlecht für K. Rool. Aus dem einfachen Grund. Das ist so ein Charakter, der arbeitet sehr gut mit Meteor-Smashes. Die gibt es aber nicht. Die gehen, außer vielleicht an der Stelle hier, nicht auf dieser Map. Luigi hingegen arbeitet wenig mit Meteor. Deswegen ist die Stage auf jeden Fall ein Vorteil für Luigi. Und auch ein Vorteil von K. Rool ist eben, dass er sich so gut rettet, vor allem im Vergleich zu Luigi. Kann man auch nicht ausspielen und da ist der Rückstand. Aber ein gescheiter Hit wäre der Kill. Das wäre eigentlich eine absolut gute Situation für K. Rool gewesen. Ich sag's so, ein absolut schwacher Konter. Jetzt den Smashball für Luigi und dann ist der Kampf vermutlich gelaufen. Das war der Was, der überlebt das so nah an der Blast Zone. Aber Luigi... So, jetzt wird Luigi sein erstes Leben verlieren. Das ist... Ja. Brauchen nicht mal die Helfer-Trophäe. Hier kann man besser Meteoren, aber ob K. Rool das gescheit nutzen kann,
Es ist schon wieder fast ausgeglichen. Die Helfer-Trophäe hilft auch noch mit. Ich meine, daher hat sie ihren Namen. Und jetzt ist sie weg. Oh, Luigi muss ganz doll aufpassen. Okay, ah nein, die Feenflasche ist noch da. Ein falscher Hit von einem der beiden Charaktere und der andere kann sich vollständig hochheilen. Und da ist es passiert. Absolut schlecht für Luigi. K.Rool hat 100% geheilt. Aber das heißt nicht, dass er vor allem auf einer Scrolling-Stage nicht rausfliegen kann. Boah, das Turnier wird verdammt lang schon das erste. Wir haben jetzt schon die halbe Stunde erreicht. Und davon kommen 4 Stück von der Länge. Das... Oh, Luigi ist raus! Luigi ist raus! Aber er kann es noch holen. Oh. Oh, wichtige Hits für Luigi. Wichtige Hits. Die Ulti. Das ist, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben, dass ich gesehen habe, dass die Range von Luigis Ult nicht ausreicht. Man merkt, sie trifft gefühlt immer. Das regt mich auch auf. Oh, beide sind oben, aber keiner bleibt dort. K.Rool hat die Ult. Wenn er jetzt, das war's. Der Kampf ist gelaufen. Luigi ist im Gesicht der Blast Zone. Bitte was? Luigi lebt? Der war doch direkt in der fucking Blast Zone. Aber dieser Kugelwilli holt's. Damit holt King K.Rool den ersten 2:0 Sieg in einem Kampf, den kein Mii-Kämpfer holt. Klasse, ne? Und somit kommen wir, wenn ich gerade nicht doof bin, und das bin ich nicht, zum letzten... Warte. Guter Mathematiker, ich weiß. Achtelfinale. Donkey Kong, auch ein Charakter, den ich sehr gerne spiele, was man vor allem auch durch mein World of Light Let's Play, wenn man das gesehen hat, schon weiß. Gegen Game & Watch. Den Main von einem meiner Freunde, Cool Surfer HD. Ich weiß immer noch nicht warum und ich werde es nie rausfinden. Wo wir gerade von Mains reden. Ich war gestern mal wieder beim guten Lord Ecke und wir haben Smash gezockt. Und der Typ plant jetzt ernsthaft Bayonetta zu mailen. Da muss ich ganz weit los, meine Freunde. Da muss ich ganz weit los. Und es ist bisher ein Vorteil für Donkey Kong. Die Helfer-Trophäe könnte aber viel drehen. Und Donkey Kong nimmt sie. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Da kriegt Game & Watch Teller ins Gesicht. Und, oh, er wird gekocht. Das gibt Essen, das Donkey Kong aber ignoriert. Das hätte ich an Donkey Kongs Stelle nicht gemacht. Oh, das ist halt die Sache an Game & Watch. Jetzt ein Treffer mit der 9 und das war ein Leben. Diese Ulti finde ich absolut crazy, wenn man ein paar Prozent hat. Hatte Donkey Kong aber noch nicht. Also Game & Watch scheint ganz gut zurückzukommen. Er schmeißt die Dekunus ins Nichts, mit der hätte er einiges anstellen können. Genauso wie Donkey Kong mit dieser Vorlage. Also ich hoffe hier auf einen schönen Meteor-Kill von Donkey Kong. Oh, die 8 hittet. Das war fast ein Meteor-Kill. Es war ein Meteor-Angriff, der auch Meteor hat, aber eben nicht unten raus, sondern auf die Stage und oben raus. Und das ist damit auch die Führung. Oh, Game & Watch kriegt die ganze Zeit die 8er-Hits. Das ist natürlich mies. Ist zwar nicht 9, aber... Okay, ein 3er-Hit ist jetzt nicht so gefährlich. Und Game & Watch ist ein sehr defensiv schwacher Charakter. Eine Ult an der richtigen Stelle wäre ein Leben weg für ihn. Donkey Kong könnte sich damit seine Führung stabilisieren, reicht das? Ich denke schon. 3:1 Führung. Donkey Kong wird jeden Moment noch ein Leben verlieren, ja wahrscheinlich. Aber der Kampf sieht nicht gut aus für Game & Watch.
Und da ist Donkey Kong raus. Da hat er wieder die Ulti. Die bringt aber absolut... Alles klar. Ich dachte schon, ich wollte mich gerade über die Ulti auf 5% lustig machen. 25 Schaden und fast Meteort. Ich wusste nicht mal, dass das geht. Oh, das hätte für Donkey Kong kritischer, also gegen ihn kritischer Treffer werden können. Die Gun, Alter, die Gun. Aber der Ultra Smash Ball wechselt die Ebene. Game & Watch kann ihn wieder bekommen. Hat aber anscheinend gerade nicht so viel Lust. Donkey Kong macht das, was jeder Normale machen würde. Egal ob Mensch oder Affe. Auf eine Bombe hauen. Es reicht aber wieder nicht für einen Kill bei Game & Watch. Die Ulti. Nein. Und Ende. Game & Watch ist auch aus dem Turnier ausgeschieden. Der nächste Teaser. Also am Anfang waren die Kämpfe relativ knapp, aber jetzt wird's deutlicher. Somit. Oh, ich sehe gerade ja schon. Naja, erstmal sehen wir das Duell Samus gegen den Mii-Schwertkämpfer. Samus hat relativ okay gespielt. Der Mii-Schwertkämpfer war echt los. Man muss halt auch sagen, Samus hat auch hauptsächlich gewonnen, weil. Nein. Das ist, glaube ich, der tollste Zug, weil den ich je gesehen habe. Ich habe hier halt fast nur Undertale-Memes auf dem Nutzer. Und natürlich hat Random wieder ein Meme-Skelett-Kostüm an. Sans. Muss auch erstmal passieren. Der Mischwertkämpfer liegt, by the way, hinten für die, die keine Augen haben. Da unten sehen wir Sans. Hier eins unter Chara, Gewinner des Undertale-Turniers. Und da ist auch die Ulti. Ganz. Oh, das ist der Treffer. Und das ist eine deutliche. Samus spielt deutlich besser als gegen Melinda. Während der Schwertkämpfer hier. Oh, Shield Break! Was? Nein! Bitte was? Bitte was? Was war das? Der Mii-Schwertkämpfer bekommt ein Shield-Break und hat so ein Glück, dass in diesem Moment ein Stern spawnt direkt in ihn rein. Was? Das habe ich noch nie gesehen. Oh, die Baseball-Plays. Samus liegt deutlich vorne. Neben diesen über 50% liegt auch noch ein ganzes Lebenszeug zwischen den beiden. Oh, da ist aber die Ulti und das wird das 2 zu 1 sein. Was für 2 zu 1? 2 zu 2. Ich rechne halt wegen der Helfer-Trophäe, weil die sehr stark ist, bald mit einem 2 zu 1 für Samus. Und da kommt auch noch ein Hammer. Für den Mii-Schwertkämpfer läuft es nicht, Leute. Wer in dieser Runde verliert, ist auch endgültig aus dem Turnier raus, muss man sich dran erinnern. Wer in die nächste Runde kommt, hat noch eine Chance zu gewinnen. Insgesamt halt. Aber wer hier rausfliegt, ist ein für alle Mal futsch. Und das könnte den Mii-Schwertkämpfer treffen. Alola-Reitschuh ist sehr gut für ihn. Er holt verdammt stark auf. Was? Was? Samus, du hättest heute schon fast einen Kampf gefroht. Ich an deiner Stelle würde mal ein bisschen aufpassen. Ja, auf jeden Fall muss die Ulti mal raus. Ansonsten stirbt Samus mit dir. Also, wir stehen jetzt wieder auf 1 zu 1. Samus, wenn Samus jetzt noch einen Kampf beinahe Throw, vor allem, also, das könnte echt der Throw werden, bitte was? Eine gescheite Ulti und der Schwertkämpfer hat gewonnen. Ich glaube, die war nicht gescheit. Ja. Aber es liegt 7
wieder deutlich besser aus. Bitte was? Dieser Kill! Samus hat komplett gefroht! Gegen Melinda hat's noch gereicht. Melinda reicht nämlich nicht dafür, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber gegen den Mii-Schwertkämpfer klappt sowas nicht mehr. Somit hat der Mii-Schwertkämpfer auf jeden Fall noch zwei Chancen, sich für das Finale zu qualifizieren. Einmal in diesem Turnier, einmal, wenn dann noch die vier weiteren Teilnehmer aus jedem Turnier einer fürs Finale festgestellt werden. Und nun Mario gegen das Duck-Hunt-Duo. Mario hat sehr komisch gespielt. Oh, diese Stage! Das tut weh. Eigentlich müsste Mario hier ja schon sich deutlich besser aussehen. Also das Duck-Hunt-Duo hatte einen sehr knappen ersten Kampf gegen Yoshi. Mario war auch nicht der eindeutigste, hätte es aber sein können, wenn Mario nicht komplett merkwürdige Plays rausgehauen hätte. Er scheint aber, okay, es ist auf jeden Fall, ja, keine deutliche Führung bisher festzustellen. In dem Moment, wie ich es gesagt habe, hatten wir ganze 0,4%. Wie viel Pech kann man haben? Der zerstört das Fass. Und es springt ein Stern raus. Natürlich instant ins Gesicht vom Duck-Hunt-Duo. Und ich dachte im Kampf davor, Mii-Schwertkämpfer wäre lucky gewesen. Stimmt, by the way, auch. Dieser Zug da, eben mit diesem Lucky-Stern vom Mii-Schwertkämpfer, war vielleicht tatsächlich entscheidend. Und das ist... Oh, 1:0. Aber vor allem, wenn man da oben kämpft, reichen auch 74% locker für einen Kill. Vor allem, wenn das gebietet hätte. Aber Mario kassiert noch was. Ich glaube nicht, dass der Dreckwächter auf der Stage irgendwas bringt, aber bei der Nutzung, die Mario für das Ding hat, hat er ja auch schon auf der letzten nichts gemacht. Oh, das ist der Kill! Da ist er. Da ist der Kotthaufen. Was? Excuse me, what the fuck? Was für Treppenhaus? Der passt sogar. Mario, du könntest... Ich hätte an Marios Stelle den Ult sofort eingesetzt und mir dann den Smashball geholt. Aber muss ja nicht. Stattdessen kann man auch einfach... Ja, stattdessen kann man das auch einfach den Gegner überlassen. Also das sieht nicht gut aus für den Klempner hier. Das sieht absolut nicht gut aus. Er kann zwar noch guten Leben rausholen, vor allem mit einer Helfertruppe hier. Aber... Ich würde jetzt nicht sagen, dass es so aussieht, als würde Mario das easy gewinnen. Um mal so das auszudrücken. Das 1:1, 64%. 64 ist Marios Zahl. Er bekommt den Herzcontainer nicht. Das ist bitter. Das hätte noch mal einiges ändern können. Ich hätte mich unter Herzcontainer eigentlich auch Lust, 10% immer zu heilen. Wie sollte er? Der Original-Iron auch die maximale Anwendung. Also das wäre einfach... Oh, Mario hat einen Sternring. Wir wissen, wie das letztes Mal ausgegangen ist. Und schmeißt ihn da an den Rand des Feld. Wenn Mario es jetzt schaffen würde, da kann du da reinzulocken. Er versucht es offensichtlich, aber ein gescheiter Hit und er ist raus. Jetzt sind sie außerhalb des Bereiches. Oh, oh, ganz kritisch, ganz kritisch. Piep, piep, Alarm! Oh, Mario hat auf den echten Ultra-Smash-Ball gehauen.
Und jetzt! Alter, das ist Frust. Das sieht absolut nicht gut aus. Ja, das war's. Okay, noch nicht. Ein guter Ult. Eine gute Ult. Oh! Junge! Mario! Oh, was? Was ist dieser Kampf? Oh, Katze, ich muss auf jeden Fall was löschen nach dem Video. Ich habe ja fast gar keinen Speicher mehr. Bruder muss los. Muss ganz weit los. Ich hoffe, der Speicher reicht überhaupt noch für das Video. Pichu gegen die Mii-Schützin. Nachdem das erste Mii es noch gerade so geschafft hat, weiterzukommen, wird die Mii-Schützin das auch hinkriegen oder ist Pichu dann am Ende besser? Die ersten Hits sind auf jeden Fall für Pichu ein Vorteil, wie man sieht. Ja, das sind kritische Treffer, da Pichu nicht gerade null Schaden. Oh, Metallverwandlung. Ich weiß aber gar nicht, ob Metall gegen so ein Combo wie Pichu wirklich gut ist. Ich meine, man fliegt dann wahrscheinlich nicht raus, aber Schaden nehmen tut man da schon. Oh. Oh. Aber Pichu ist schon auf Killprozent. Sehr ausgeglichen bisher. Oh, Selbstmordbombe. Und Pichu fliegt rein! Natürlich könnten auch beide Meteor-Kills raushauen. Auf die warte ich immer noch. Pichu holt sich einen Freund. Und da ist er! Da ist der Meteor-Kill. Oh, die Stage. Wahrscheinlich, also mit die älteste Stage der Smash Bros. Reihe. Oh, guter Versuch. Oh, ich hätte aber an Pichus Stelle den Ult früher eingesetzt, genau deswegen. Jetzt das zweite Mut weiterkommen. Xerox, soweit ich gesehen habe, für den Mii-Schützen. Ich will ja nichts sagen, aber... Das könnte es jeden Moment gewesen sein. Pichu ist anscheinend raus, wenn jetzt kein Wunder mehr passiert. Wenn den der Mii-Schütze bekommen hätte, wäre ich aber ganz weit vom Glauben abgefallen. Also ein Ehrenkill geht ja vielleicht noch für Pichu. Pichu kämpft auch gut, muss man sagen. Aber letztendlich war es wirklich so eine sehr schwache Phase von Pichu, die gereicht hat, um den Kampf vermutlich zu entscheiden. Ohne Meistertomate. Ja, holt noch mal ein bisschen was raus, aber es ist immer noch ein ganzes Leben Unterschied. Und der Mii-Schütze kann sich retten. Solche Angriffe wie diese Rakete muss Pichu lassen. Ich meine, das macht ihm ja selber Schaden. Das Vieh muss einfach mal killen, aber jetzt kommt noch mehr. Das glaube ich nicht, dass Pichu das noch für irgendwie relevante Zeit durchhält. Ja! So viel dazu. Pichu ist raus. Als eigentlich einer der stärksten Smash Bros. Charaktere. Tja. Mein Speicherplatz macht mir Sorgen. Mein Sorgen macht mir Speicherplatz. Insgesamt fehlen jetzt Kampf der Giganten. Don
Donkey Kong gegen seinen Erzfeind King K. Rool. Beides Charaktere, die ich übel gerne spiele. Ich bin sehr gespannt auf dieses Duell. Oh, und sie kriegen eine Rot-Stage! Die vor allem für K. Rool, denke ich, angefordert ist. Das ist eine Scrolling-Stage. Dauert einen Moment, bis es losgeht, aber das ist eine Scrolling-Stage. Und genau das ist es. Und das ist auch, denke ich, für K. Rool mit seinem deutlich besseren Rettungsangriff ein Vorteil. Da haut er schon mal ein bisschen auf die Schnauze. Nochmal die Krone. Donkey Kong hittet kein Mal mit seinem Stapel, lol. Erstmal überlegen, wie das Item heißt, weil der Name so schwer ist. Nee, kenne ich jetzt mit der Switch nicht aus, aber eigentlich müsste langsam scrollen. Oh, er lässt Donkey Kong seinen Schlag aufladen. Der erste Ultra Smash und der erste Fake Ball Score. Und der erste hat Ultra Leistung. Oh, das war kritisch. Aber K. Rool hat auch seinen Ultra Smash Ball wieder verloren. Aber er haut gerade lieber ein bisschen Donkey Kong da drüben zusammen. Oh, das ist aber kritisch. Donkey Kong hat ihn bekommen. Kassiert noch ein gutes Stück. K. Rool hat den einen großen Vorteil. Ein Versuch zu Meteoren, der aber schief gegangen ist. Das ist das 2-2. Donkey Kong hat noch einen Ultra Smash. Fast eine Waffe. Ich denke nicht, dass das schon, oder? Alter, das hat übertrieben viel Schaden gemacht. Der Kampf ist wieder ausgeglichen. Oh, ein goldener Hammer und Donkey Kong ist drin. Da hat er auch keinen Bock drauf. Zwei Hits, schon 60% für den Kettenabbiegung. Wenn die Ult sitzt, das war's. Donkey Kong ist raus. Ja, danach war er der Kong-Insel ist für immer verloren. King K. Rool sichert sich einen Platz im Halbfinale. Mit seinem zweiten 2-0. Ich denke, ich gehe das Risiko lieber nicht ein und starte kurz eine neue Aufnahme. So, zurück im Geschehen. Ja, ich habe jetzt über 10-mal so viel Speicherplatz frei. Nein, das Turnier geht weiter. Der Mii-Schwertkämpfer gegen Mario. Mario, zwei etwas seltsame Kämpfe. Kurzzeitgedächtnis ist da. Ich habe mir eigentlich eingebildet, Mario hätte gerade verloren. Oh, das ist aber ein sehr dominanter Anfang, muss man sagen. Ach stimmt, das war ja das. Dieser Kacke, wo ich einen Anfall gekriegt habe. Und erst haut der Schwertkämpfer richtig raus, dann Mario. Oh, das war schon mal knapp. Mario hat ja wieder Heimvorteil. Wir hatten ja auch gerade bei der Zelda-Stage schon die Aussage, älteste Smash Bros. Stage im Spiel. Zusammen mit der hier wohlgemerkt. Mario hat Mario nicht mehr. Ja, bloß dass Mario selbst jetzt nicht mehr hat. Oh, es ist ein sehr ausgeglichener Kampf bisher. Oh, der Powerblock. Ja, wir sind ja auch auf einer Mario-Stage.
Ballermario in die Fresse geben. Hä? Ist das... Oh, der Kill. Ist eigentlich gerade Zufall, dass hier gefühlt nur Mario-Items spawnen. Da hat er den Tanuki, der Schwertkämpfer. Ich weiß nicht, ob das Schwert ein Mario-Item war. Nein, ich sag dir auch so. Jetzt eine Mario Kart Piste! Willst du mich verarschen? Are you fucking serious, dude? Oh, Schwertkämpfer hat auch die Ulti. Aber Mario hat noch einen im Feuerball geholt. Zwei Ultis for the win! Der Klempner sieht, es sieht gut aus für den Klempner, dass er sich seinen Einzug ins Finale sichert. Und das nach so einem Kampf gegen das Dakanduo gerade eben. Aber noch sollte man sich nicht zu früh freuen als Mario-Fan. Er schleudert den Tornado zurück. Mit einem Handtuch, auch wenn es ein Kelb war. Hä? Alter, wäre die Decke nicht da, wäre Mario tot. Das ist so gut. Mario stirbt nicht. Also wenn ich der Mii-Schwertkämpfer wäre, ich wäre hier schon lange gequittet. Wenn der jetzt noch gelebt hätte. Oh, aber diese Bananenkanone würde ich... Mario, oh, er verfehlt. Der Mii-Schwertkämpfer hat auf jeden Fall einen Nachteil, aber er hat den letzten Kampf schon gekammelt. Aber jetzt noch der Stern. Letztes Mal war der Stern vielleicht die Rettung für den Mii-Schwertkämpfer. Dieses Mal nicht. Die Ulti muss sitzen, dann ist Mario im Finale des Turniers. Wenn er sie überhaupt benötigt. Also ich sag so viel, wenn der Mii-Schwertkämpfer das noch gewinnt, das wäre absolut krank. Sag mal Mario, genau das wollte ich dich gerade drauf hinweisen, das war's. Mario ist der Erste, der im Finale ist. Auch wenn der Mii-Schwertkämpfer ja noch nicht endgültig raus ist. Wenn er im Nachhinein im 5. Turnier gegen den anderen Halbfinalverlierer, der sich gleich ergeben wird, den Mii-Schützen oder Kikarui. Wenn er dann gegen den gewinnt und gegen denjenigen, der das Finale verliert, dann ist er auch noch im finalen Turnier und kann gewinnen. Kikarui gegen Mii-Schütze. Interessanter Kampf. Ja, Pokémon Stadium, eine der am meisten genutzten Competitive Maps. Das heißt, wir sehen hier jetzt einen richtigen Fight. Oh, diese Combo von Kelrule. Alter, nein, ist das Damage. Das hätte sich der Mii-Schwertkämpfer vielleicht... Ich dachte, der macht jetzt den Meteor. Dann hätte ich aber ganz weit losgemusst. Sag mal, hallo, ihr habt auch eine Stage, ihr müsst nicht die ganze Zeit in der Luft kämpfen. Aber das ist jeden Moment das 1:0. Also, in Carol stehen die Hasen auch übrigens perfekt, muss ich sagen. Oh, er hat versucht 1 zu sagen, aber nicht getroffen. Und da ist das 1:0 für King Carol. Wird er ins Finale gegen Mario einziehen? Oh, wenn er den Schuss, wenn der Schuss kommt und Kelly ihn kontert, das wäre schon richtig mächtig. Wird der Smash Ball einfach verschwendet? Oder holt ihn sich Kelly und er nutzt ihn auch direkt anders als der Mii-Schwertkämpfer? Alter. Und das ist das 2:1. Alter, ich hätte nicht gedacht, dass dieses Turnier wirklich über eine Stunde dauert. Aber hätte ich mir nicht denken können, das Undertale-Turnier hatte nur 8 Kämpfer und hat eine halbe gedauert. Das
lachst du jetzt so komisch? Wenn dann wie schon sehr spannend und für deine Aussage, dass das dasselbe ist, dass, wenn man die einfach 15 nimmt, dein Captain vielleicht zweimal dasselbe Captain vergeben dann da. Hä? Wie kommst du denn da drauf? Hä? Mario ist im Finale! Nein, aber ich bin auch noch gut. Ich werde wieder aufhalten. Ja, stimmt. Aber... Ne? Erstmal gucken! Was passiert denn hier auf einmal? Eingeschalter Hit ist... Der Kill für Carol. Carol ist offensiv stark dabei. Oh, er hätte sich den Meteor gönnen können. Also Carol, nicht die Schwertkämpferin. Ein Pokéball im Pokémon-Stadion. Chef von. Oh! Das ist noch ein Hit. Carol hat einen riesen Vorteil. Jetzt noch die Ulti. Oh Gott! Es ist noch nicht gewonnen. Diese Gun kann sehr stark werden. Oh Gott, das war so verdammt knapp. Digga! Nein! K-Rool ist raus! Bitte was? Bitte was? Das heißt, wir sehen jetzt im Finale die Schützen gegen Mario. Das heißt, wir werden ein Duell zwischen dem Mii-Schwertkämpfer und King K. Rool im Turnier 5 sehen. Und jetzt das Finale. Der erste sichere Finalteilnehmer wird sich nun qualifizieren. Nintendos Maskottchen Mario oder die Mii-Schützin, die einfach nur Mii ist und ich weiß auch nicht, weshalb die hier ist. Aber es ist sehr ausgeglichen, beide haben 26,7%. Mario scheint im Moment noch ein kleines bisschen besser, aber wir haben auch gerade in dem Kampf gesehen, aus einem 1:3 hat die Mii-Schützin 1:0 Sieg gemacht. Ah, das ist nicht gut für die Schützen. Aber ich bleib dabei. Das heißt hier nichts. Der Dreck weg war wenigstens mal gut gedacht. Klebebombe. Und nicht der Kill. 200! Man achtet übrigens auf die Stimme der Mii-Schwertkämpferin. Oh, da ist der Kill. Mario liegt vorne. Zwei gute Hits. Jetzt eine Ulti und Mario wäre raus. Mal ernst, die hat's nicht so mit Ultis, die Schwertkämpferin. Kann das? Lieber erstmal noch ein Flashball wasten. Das kann gute Kill. Nein! Wenn Mario jetzt die Ulti raushaut irgendwie. Jetzt eine Ulti. Jetzt eine. Eigentlich meinte ich in die andere Richtung. Ich denke. Und es reicht noch zum Retten. Aber es ist ein deutlicher Rückstand wieder. Und jetzt hilft die Stage Mario noch. Der Baseballschläger. Oh, das ist raus. Ein guter Hit und Mario sieht sich nur auf einem genau. 2:1. Wenn Mario noch ein Leben abzieht, dann ist ganz klischeehaft der Klempner
der Gewinner. Aber es gibt dann ja auch noch die Teilnehmer der anderen Turniere. Ob er sich da dann auch durchsetzen wird? Was hat Mario gerade gemacht? Das war definitiv ein Bug. Was zur Hölle? Oh nein, verämmt, verämmt, piep, piep, LKW-Alarm. Wie komme ich jetzt eigentlich aus dem LKW-Alarm? Ein guter Hit und das war's. Der Stachipanzer kommt nicht einmal. Oh, braucht's gar nicht. Mario gewinnt mit 2:0. Damit stehen die Ergebnisse für die erste Vorrunde des CPU-Tournaments fest. Hier noch einmal im Überblick. Nach über einer Stunde intensiver Kämpfe. Hier sehen wir es noch einmal. Endgültig verlassen haben uns bereits Samus, Melinda, Pit, das Duck Hunt Duo, Yoshi, Sonic, Mega Man, Pichu, Bowser Jr., Luigi und Donkey Kong. Wir werden im fünften Turnier, in dem man noch um den Finaleintritt kämpfen kann, den Mii-Schwertkämpfer King K. Rool und die Mii-Schützin wiedersehen. Wobei wir Mario als Sieger erst beim finalen Turnier wiedersehen. Dann bald wird die nächste Vorrunde kommen. Wir sehen uns dann wieder. Bis dann, wenn es euch gefällt und ihr nichts verpassen wollt, dann lasst doch ein Abo da.